Wir wollen mal das große Bild nochmal spinnen. Wir sehen im Prinzip den nordamerikanischen Kontinent, zu dem wir ja auch gehören hier, USA, wobei wir uns natürlich, das wisst ihr natürlich alle, uns zu Europa und unserer alten Heimat noch enorm zugehörig fühlen. Deshalb machen wir das ja auch in der deutschen Sprache hier. Aber auf der anderen Seite, neben diesem großen Westblock, hier oben gibt es auf der anderen Seite den neuen Ostblock. Und Europa gerät jetzt genau zwischen diese beiden großen Fronten, nämlich China, Russland und auf der anderen Seite USA. Und jetzt hätte man mal überlegen können, wenn Europa die Hände entgegengenommen hätte der Russen, als Putin zum Beispiel Anfang der Jahrtausendwende im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten hatte in deutscher Sprache. Er spricht ja, glaube ich, sogar besser Deutsch als Frau Baerbock als Außenministerin. Auf jeden Fall ist es so, dass da er letztendlich die Hände gereicht hat. Und es wurden ihm ja vom Westen, und das wird ja heute noch immer, diese Expansionsbestrebungen aus Russland vorgeworfen. Wenn ich mir das angucke, gab es bisher sichtbar nur Expansionsbestrebungen vom Westen, in denen die NATO direkt bis an die Türen Russlands vorgezogen sind. Das ist doch die Realität. Und jetzt stellen wir uns mal vor, hätte, würde, könnte, die Nord Stream 1 und 2, ja, was für ein Freundschaftsangebot von Russland und Europa, was wäre das für eine Grundlage gewesen? Denn diese großen Gelder, die dort investiert wurden, bedeutet natürlich für Russland, dass sie auch an einer langfristigen Abnehmerschaft und Verbindung und Freundschaft interessiert sind. Andersrum hätte Europa natürlich ein großes Interesse, auf die Rohstoffe von Russland zuzugreifen. Diese Symbiose hätte genau das verhindert, was jetzt kommt. Russland war bereit, mit Europa zusammenzukommen, um dort einen weiteren multipolaren Pakt zu schaffen, wurde jetzt aber durch USA gezwungen, mehr oder weniger rein auf dieser chinesischen Ebene zu arbeiten. Und auf der anderen Seite bleibt der US-Block bestehen und lässt jetzt Europa, siehe an der Ukraine-Politik, regelrecht fallen. Das ist die Fehlpolitik. Und man braucht doch wirklich kein Abitur, um diese Zusammenhänge ein bisschen zuordnen zu können. Und dass Großbritannien jetzt diese hochgiftige, panzerbrechende Uranmunition an die Ukraine liefern will, dürfte mehr als bedenklich sein. Aber im Westen scheint sich darum kaum jemand zu scheren. Ja, man mag das kaum noch kommentieren und ich will das auch lassen. Wir haben das schon gemacht, über die Missbildungen von Kindern gesprochen, die noch über Jahrzehnte später noch auftauchen. Und es ist einfach unfassbar. Vor allem ist es so, wir dürfen nicht vergessen, dass Moskau in einer unmittelbaren Nähe zu Europa ist. Und also Waffen brauchen, also die Raketen, ich glaube, ein paar Minuten, bis sie Moskau treffen würden. Und wenn jetzt mit solchen Mitteln in Europa wieder gezündelt wird, dann muss man sich irgendwann mal fragen, wann Russland die nächste Eskalationsstufe einleitet oder auch einleiten muss aus ihrer Situation. Also man kann sich nur noch wundern. Ja, und diese Munitionsankündigung, schreibt NTV, hat Irritationen in Russland bis zur höchsten Ebene ausgelöst. Nämlich während seiner Erklärungen anlässlich des Besuchs von Xi in Moskau ging Präsident Putin explizit auf die kurz vorher bekannt gewordenen Pläne ein und hat Großbritannien gedroht für den Fall der Lieferung solcher Munition. Moskau wäre in diesem Fall gezwungen zu reagieren. Und einem Medienbericht zufolge sieht der russische Verteidigungsminister Shoigu angesichts der britischen Pläne gar eine potenzielle atomare Kollision zwischen dem Westen und seinem Land näher rücken. Immer weniger Schritte seien bis dahin noch übrig, wird er von Interfax zitiert. Also man muss wirklich das Gefühl haben, dass der Westen unisono in einer gigantischen Agenda nichts weiter im Kopf hat, als irgendwie diesen Krieg weiter eskalieren zu lassen. Also ich meine, man braucht nun wirklich keinen großen Sachverstand, um das mittlerweile zu erkennen. Und was mich am meisten erschreckt, ist, wie du schon gerade sagst, die Ruhe der normalen Bürger, die sich jetzt überlegen, Mensch, jetzt geht ja bald die Grillsaison wieder los. Lass es uns schön gemütlich machen und dann fliegen wir wieder nach Mallorca oder Mallorca, wie der Deutsche sagt, und machen da unseren All-Inclusive-Urlaub. Also, was soll man da noch sagen? Gut, aber man kann jetzt nicht wegen jeder Meldung seinen Urlaub absagen, so viel ist auch klar. Es sind halt bedenkenswerte Entwicklungen, die sich hier ergeben und zeigen. Und NTV schreibt, sind das Drohgebärden von Shoigu oder nicht? Es bleibt fraglich.
denn fast zeitgleich haben sich Putin und Xi aus China in einer gemeinsamen Erklärung dazu bekannt, dass ein Atomkrieg wörtlich niemals entfesselt werden dürfe. In einer nuklearen Auseinandersetzung könne es keine Sieger geben. Allein diese NTV-Nachfrage, die macht einen schon innerlich zornig, wenn die sagen, sind das Drohgebärden? Ich meine, wir lesen, dass England atomare Bewaffnung, egal wie die aufgebaut ist, in die Ukraine, die ganz klar völkerrechtlich verboten ist, senden will. In ein Land, welches bekannt ist für einen hohen Korruptionsgrad und man auch weiß, wie wenig von diesen Waffen, die dorthin geliefert wurden, tatsächlich an die Front gekommen sind, während viele dieser Waffen im Darknet verkauft wurden und eventuell wieder nach Deutschland kommen. Das heißt, diese Uranwaffen dann plötzlich irgendwo anders sind in Europa. Also das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und dann spricht man von einer Drohgebärde Russlands bei den Fakten, die hier von England angekündigt werden. Ja, und NTV schreibt schon, also nichtsdestotrotz hatte Moskau im Januar bereits in Hinsicht auf andere Panzertypen scharf vor dem Einsatz von Uranmunition gewarnt. Da hat der Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen zu Militärsicherheit und Rüstungskontrolle, Konstantin Gavrilov, laut Bericht der russischen Staatsagentur TASS, wörtlich gesagt, wir wissen, dass die Panzer Leopard 2 sowie die gepanzerten Infanterieträger Bradley und Marder mit panzerbrechenden Projektilen mit Uransprengköpfen bewaffnet sind. Ihr Einsatz führt zu der Kontamination des Gebiets, wie es im ehemaligen Jugoslawien und im Irak der Fall war. Falls solche Munition für schwere NATO-Waffen nach Kiew geliefert wird, werden wir dies als den Einsatz schmutziger Atombomben gegen Russland mit allen damit verbundenen Konsequenzen betrachten. Tja, was soll ich dazu sagen? Andreas, wenn ich das jetzt sehe, dass in Deutschland aber der Stahlstandort praktisch völlig zusammenbricht, dann ist das schon etwas, was richtig wehtut. Naja, das ist eben halt schon lang angekündigt. Also diese Zerstörung des Stahlstandortes Deutschland, denken wir an Krupp-Thyssen, die großen Vorzeigeunternehmen Deutschland, das war so etwas wie BASF in der Chemie, die kennt man ja fast nur noch vom Hörensagen. Die spielen eine untergeordnete Rolle, weil die antideutsche Politik, die Wirtschaftspolitik durch die Politik gegen Deutschland, das ist das, was ich immer wieder erkenne, das heißt eine vom Eigenhass betriebene politische Lage in Berlin. Da wird einem dann plötzlich klar, man sprach dann plötzlich von schmutzigem Stahl und Deutschland muss bestimmte Auflagen im Umweltbereich eben erfüllen, so wie jetzt in der Energiepolitik, während in China eben halt keiner darauf Rücksicht genommen hat und man dann aber auch nichts dagegen tat, dass der schmutzige chinesische Stahl, der schon schmutzig produziert wurde, plus die Transporte, das ist ja auch nochmal CO2 und Verbrennung von allen möglichen Rohstoffen, dass das noch oben drauf kam. Es war egal und daraus kann man schließen, wenn man ein bisschen mitdenkt, es geht offenbar um die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes selbst. Das ist das, was VW gerade wieder verloren hat oder Mercedes. Also es war schon vor vielen Jahren so, ich bin damals gewesen in Sibirien und habe in den Großstädten gesehen, die vielen Filialen von Audi und VW, Werkstätten beispielsweise und auch Händlern und so weiter, gigantische Dinge und die werden jetzt zurzeit eben halt abgerissen. Übrigens wird das Vermögen dann eingefroren. VW hat gerade einige Milliarden im Prinzip abschreiben müssen, weil Russland, genau wie der Westen das auch macht, Vermögen eben halt jetzt gerade reinzieht und blockiert gewissermaßen. Ja, und jetzt kommen die Chinesen und übernehmen den Markt. Also dümmer geht's nimmer, wie man immer so schön sagt, und das sind jetzt die Auswirkungen.